höre, was Allah Azza wa Jalla sagt. Ja, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, Allah spricht den großartigen Propheten an. Du sollst nicht erstaunt sein bezüglich das, was wir ihnen, den Götzendienern, gegeben haben. An Kinder und an Vermögen. Höre zu, Allah möchte sie damit nur in der Dunya bestrafen. Sehen erstmal Kinder wie eine Strafe aus? Nein, Allah gibt die. Sieht das Vermögen aus wie eine Strafe? Nein, das ist das Problem. Allah bestraft uns nicht mit Dingen, die wir hassen, sonst würden wir diese Sache lassen. Allah bestraft uns mit Dingen, die wir lieben, damit wir weitermachen. Weil er sieht, dass dein Herz und mein Herz verdorben sind. Deswegen lässt er dich auf diesem Weg, bis du stirbst und niemand kann dir zu diesem Zeitpunkt helfen. Sogar bevor du stirbst, wirst du die Sache erwähnen, die du am meisten in dieser Dunya geliebt hast. Ey Allah. Und wie viele sagten bei ihrem Tod, ich möchte noch einmal mein Geld zählen. Ich möchte noch einmal meine Freundin sehen. Ich möchte noch einmal dieses Lied singen und so weiter und so fort. Die Geschichten sind viele. Allah bestraft dich mit etwas, was du liebst. So merkst du die Strafe gar nicht. Allah sagt weiter, während sie aber denken, dass alles in Ordnung ist. Sie sind benommen, weil sie nur beschäftigt sind mit diesen Dingen. Und Allah wird ihre Seele nehmen, wenn sie Kuffar sind. Deswegen sagte Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, zu den gewaltigsten Gründen, dass jemand eine enge Brust bekommt, unglücklich ist, unzufrieden ist in der Dunya, ist, dass sein Herz an etwas anderes hängt, außer an Allah. Und er sagte weiter, derjenige, der etwas mehr liebt als Allah, so wird er damit bestraft.